Boucher ist in gewisser Weise ein unbekannter Bekannter in Deutschland. Er ist ganz eng mit dem französischen Rokoko verbunden und dennoch ist der Blick auf ihn eigenartig verstellt. Und wir wollten das mit dieser Ausstellung verändern. Wir wollten nochmal einen frischen, heutigen Blick auf das künstlerische Werk richten. Und wir haben uns für zwei Dinge entschieden. Zum einen für eine primäre Annäherung an den Künstler über Zeichnungen und Ölstudien, um das Spontane, auch das Humorvolle, das Prozesshafte in seinem Werk sichtbar zu machen. Und zum anderen haben wir Porzellane und auch eine Tapisserie hinzugefügt, um deutlich zu machen, im 18. Jahrhundert konnte man in einem Interieur à la Boucher leben. Ja, François Boucher hat während seiner gesamten Karriere immer wieder auch Kompositionen für die angewandte Kunst hergestellt. Und das Spannende dabei ist natürlich die Verbreitungsmöglichkeit der Komposition, die daraufhin entstanden ist. So hat er zum Beispiel Entwürfe gestaltet für Tapisserien, das heißt, in den Innenausstattungen der zeitgenössischen Herrscherhäuser fand man dann diese großformatigen Teppiche und aber auch Porzellanfiguren. Und irgendwann entstand dann auch dieser Stilbegriff fast des Goût de Boucher, das heißt nach dem Geschmack Boucher, sodass seine Kompositionen den Stellenwert von eigenen Marken bekommen haben. Und unter heutigen Begriffen könnte man fast sagen, es wären It-Pieces oder Must-Haves gewesen, die dann die europäische Elite in ihren Herrscherhäusern ausstellte. Die Karlsruher Kunsthalle ist in ihrer Geschichte ganz eng mit Boucher verbunden. Er wurde hier schon erworben im 18. Jahrhundert von Markgräfin Caroline Luise. Also sie hat den Zeitgenossen Boucher, den lebenden Künstler erworben. Und es gibt einen umfangreichen Briefwechsel. Und das hat mich immer wieder beschäftigt. Warum wählt sie Boucher? Warum schließt sie andere Künstler aus? Und das ist einer der Gründe, warum wir uns Boucher angenähert haben. Und so war es uns klar, dass dieser Künstler in Deutschland noch nie eine monographische, noch nie eine Einzelausstellung hatte, dass dieser Künstler in keinem Haus besser seine Premiere haben würde als in der Kunsthalle Karlsruhe. Da musste ich nicht lange zögern, um zu sagen, gut, das nächste Grand Projet im Bereich der französischen Kunst, das wird François Boucher sein. Es gibt natürlich Lieblingswerke in der Ausstellung und dazu gehört unter anderem La Toilette aus Madrid, ist das gekommen vom Thyssen-Bornemisza-Museum. Das ist ein wunderbares Bild über sichtbar machen und aber auch verbergen. Das hat etwas Geheimnisvolles. Es arbeitet mit den Elementen des 18. Jahrhunderts, mit dem Paravent, mit Blickbeziehungen, mit offenen Türen, über die man doch nichts sieht. Es ist unglaublich inszeniert und macht deshalb wahnsinnig viel Vergnügen bei der Entdeckung. Also eigentlich ist das Wesentliche, dass ich mit Klang berühre. Ich tue bloß, ich liege dich. Um jedes Körperhaar Lust wandle ich. An jedem Albtraum schmiege ich. Ich rausche dich. Ich richte dich. Zerbeuge dich. Ich spreche dich. Ich hänge dich. Die Ausstellung handelt auch von Nähe und Distanz. Es ist ein Thema, das ganz unterschwellig in dieser Ausstellung mitschwingt, nämlich dieses Thema des innerbildlichen Kontaktes, der Kontaktaufnahme der Figuren untereinander, der Art und Weise, wie sie auf Stoffe, auf Dinge reagieren. Das Berühren, das Tasten ist ein großes, unterschwelliges, aber doch ein durchgängiges Thema in dieser Ausstellung. Und ich denke, das trifft auf Menschen, die jetzt doch seit Monaten zur sozialen Distanzierung gezwungen sind, bei dem es in vielen Zusammenhängen ein Berührungsverbot gibt, geradezu, wo wir uns desinfizieren. Also Boucher ist kein Impfstoff, aber er ist ein ganz sanftes Gegengift vielleicht zu dem, was im Moment uns alle umtreibt.